Wie sieht denn die Bilanz der Rettungskräfte auf dem Chiemsee Rugby Summer 2010 aus? Wir sind sehr zufrieden mit dem Einsatz. Die Fans haben sehr friedlich und freundlich miteinander gefeiert. Wir hatten 1205 Einsätze. Die meisten waren kleinere Verstauchungen, Schnittwunden, wenn man in Scherben getreten ist, umgeknickt ist, grippale Effekte oder halt Leute, die vielleicht zu wenig Wasser getrunken hatten, die mit Kreislaufproblemen zu uns gekommen sind. Also insgesamt wenig Einsätze und eigentlich ein sehr guter Einsatz für uns. Also im Vergleich zu den letzten Jahren auch positiv, keine Entwicklung Richtung mehr Verletzte? Nein, überhaupt nicht. Wir hatten im letzten Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatten wir um die 1500 Behandlungen. Das heißt, wir sind da die Zahlen zurückgegangen und vor allem auch die Schwere der Behandlungen ist zurückgegangen. Also deutlich zurückgegangen halt auch, weil wir wirklich meistens nur Schnittwunden verletzen, Mückenstiche, Wespenstiche. Also es ist schon, das Publikum hier ist sehr vorbildlich, hat sich sehr vorbildlich verhalten aus unserer Sicht. Was beobachten Sie denn in Sachen Alkoholgenuss oder Missbrauch bei Jugendlichen? Gut, teilweise haben wir natürlich solche Fälle, die bei uns in die Sanitätsstation kommen. Ich glaube, wir hatten 10 Fälle, wo Leute oder beziehungsweise Bekannte gesagt haben, dass derjenige Drogen genommen hatte, der dann halt eine Infusion vielleicht bekam oder sehr viel Wasser halt bekommen hat. Oder ansonsten Alkohol hatten wir insgesamt, glaube ich, 50 Fälle, die wir behandeln mussten, weil einfach zu viel Alkohol im Spiel gewesen ist. Auch hier die Tendenz eher herabfallend. Wie viele Einsatzkräfte waren denn von den Maltesern und von anderen Rettungsdiensten im Einsatz? Wir haben pro Schicht haben wir 58 Sanitäter im Einsatz. Insgesamt waren es, da muss ich jetzt kurz nachgucken, Entschuldigung. Also Personal hatten wir, 478 Personen sind im Einsatz gewesen, über 5000 Dienststunden, die wir gemacht haben. Und pro Einsatz sind 58 Leute aktiv. Wir haben eine Unfallhilfstelle und eine Sanitätsstation. Zu diesen Unfallhilfstellen und Sanitätsstationen, die mindestens 50 Leute auch immer gleichzeitig behandeln können, kommen noch die mobilen Einsatzgruppen, die durchs Publikum laufen, zu zweit mit einem Tornister, mit Verbandsmaterial, die Leute dann eine Erstversorgung zukommen lassen können. Was war denn der schlimmste Unfall, der passiert ist? Das war sicherlich ein Verbrennungsunfall. Auf dem Campingplatz ist das wohl passiert. Eine Gaskartusche ist da, soweit wir wissen, explodiert. Und da ist dieser besagte Festivalbesucher wurde mit Verbrennungen ins Klinikum eingeliefert. Ja, das Regenfestival ist ja fast vorbei. Eine Nacht haben wir noch. Aber die bisherige Zeit war aus Sicht der Polizei durchaus sehr positiv. Was uns sehr positiv aufgefallen ist, aber das war auch im letzten Jahr schon so, dass, wenn man davon ausgeht, dass hier 30.000 Leute fast sind und das über mehrere Tage, so gut wie keine Aggressionsdelikte, keine Schlägereien und so weiter passiert sind. Also, dass weniger Raufereien waren. Sicher war die eine oder andere Auseinandersetzung. Manches wird die Polizei auch gar nicht mitbekommen haben. Aber für die Masse der Leute ist das eine sehr, sehr friedliche Geschichte, also Lob ans Publikum. Was war denn die gröbste Gewalttat, die Sie dieses Jahr aufnehmen mussten? In den letzten Jahren gab es ja auch schon Vergewaltigungen. Sowas war dieses Jahr nicht dabei, oder? Es ist in diesem Jahr ein Fall dabei, wo wir ermitteln, was möglicherweise einen sexuellen Übergriff gegeben hat, aber das ist noch ziemlich unklar. Aber darüber hinaus haben wir keinerlei Anhaltspunkte hier, dass was anderes vorgefallen wäre. Wie sieht es denn mit Drogenfunden aus in Richtung Marihuana, Haschisch oder andere Drogen? Wir haben natürlich auch vorher wieder, wie bereits in den letzten Jahren, das ist ja kein Geheimnis, also konsequente Drogenkontrollen hier am Festival stattgefunden. Wir haben heuer, wenn man die Zahlen vergleicht, mit letzten Jahr einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen. Auch das freut uns natürlich sehr. Wir gehen natürlich schon auch davon aus, dass das auch damit zusammenhängt, dass das bekannt ist, dass hier kontrolliert wird. Und der eine oder andere sagt, das muss ich mir nicht antun, den Stress, und dann lasse ich es halt bleiben. Also auch positive Entwicklung. Können Sie da schon konkrete Zahlen nennen, bei wie vielen Leuten was gefunden wurde? Konkrete Zahlen könnte ich maximal erst am Morgen nach Abschluss, also nach der letzten Nacht, nennen. Aber wir haben gestern einmal Zwischenbilanz gemacht, also Samstagabends Zwischenbilanz. Und da war ein deutlicher Rückwärtstrend zu verzeichnen. Und in der vergangenen Nacht war es auch so, dass man jetzt sagen konnte, dass wir also weit unter den Zahlen der letzten Jahre liegen werden. Was konnten Sie denn in Sachen Alkoholkonsum von Jugendlichen beobachten? Thema Jugendschutz ist natürlich auch in unserem Einsatzkonzept ein wichtiger Punkt. Wir haben jetzt von den Jugendlichen, die bei der Polizei in irgendwelcher Form aufgeschlagen sind, von den Zahlen her jetzt keine besorgniserregenden Geschichten, aber man merkt doch, dass
das Alter jünger wird und die Promillezahlen ja teilweise nach oben gehen. Aber das ist jetzt kein festivalspezifischer Fakt, sondern das ist tatsächlich eine flächendeckende Sache, die uns insgesamt natürlich schon Sorgen macht. Wie viele Polizisten, wie viele Einsatzkräfte aus welchen Polizeiinspektionen waren dann im Einsatz? Ja, zu der Zahl der Einsatzkräfte kann ich natürlich aus taktischen Gründen keine Angaben machen, aber das Ganze wird ja sehr ausgiebig geplant. Nach dem Festival ist vor dem Festival so auch bei uns der Tipp. Und wir können nur dazu sagen, dass wir gut aufgestellt sind, gut aufgestellt waren, alles mit eingeplant haben und ja, bisher auch keine Probleme gehabt haben.